fährt hier einige Stellen im Kreis ab. Bis zum Friedhof. Zieht sich dann über die Strecke nochmal in einen bereits befahrenen Bereich zurück. Hält nahe der U-Bahn. Nimmt da die Haltestelle mit und ist da drin. Müssen wir gleich erstmal aufpassen, dass sie hier ja nicht zu viel Fahrzeuge drauf kriegen. Ich versuche ja nicht umsonst durch möglichst viel Kapazität möglichst viel Fahrzeuge einzusparen. So ansieht. Das Liniennetz, was wir hier haben, überzieht zwar das Gebiet schon wieder einigermaßen, aber es gibt freie Flächen, die zwar von einzelnen Haltestellen mit abgegriffen werden. Es könnte aber definitiv vorteilhafter gestaltet sein. Muss ich dazu ganz ehrlich sagen. Ist hier einer direkt in der Nähe? Nein. Ich weiß, das mögt ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das ist mir Wurst. Doch, da ist einer direkt in der Nähe. Den habe ich jetzt. Der war jetzt schön nah dran. Den habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Ja, man merkt's, wir sind beim Golden Plaza und Fetzfeld. Da wird auch gleich die erste Haltestelle im Plaza sein. An der Meile entlang. Nähe wichtiger Kreuzung. Auf der Strecke teilen wir uns die Haltestellen komplett. Fahren hier einmal ein, kehren zurück und schließen ab. Uns das Ganze mal an. Wir gehen hier gleich mal auf 2. Erstmal nicht falsch aus. Man verlangt nach Dienstleistung, man verlangt nach Wohnbereich.
Bereich. Dinosaurus, the only restaurant with a service of dinosaurs. Our animatronics are so real, you'll think a T-Rex is serving you T-Bone, a pterodactyl is serving you teriyaki, that a brontosaurus is serving you chili dogs. Every dish is an archaeological find, like our stegogetti, our raptor burger Rex, or the pile of crumbled sticky brownies adventurously named the Dino Droppings. So, take a trip into the wild at Dinosaurus. You can dine in or dine out. We are the law. Accountant. The law accounting. I know what you're thinking. Are we lawyers? Are we accountants? Well, it's a complicated question, probably requiring the services of a lawyer and an accountant. Is that us? Well, what do you think? Seems to me that there's a lot of you out there who might need the use of the law accounting. But that's not legal advice. That's life advice. In fact, we're legally barred from providing legal advice. The law accounting. Officially unlicensed since 2005. Thanks for joining us today. I'm your host, Dr. Zerkinus. We've been talking about aliens. And as we've established, if aliens are out there, they'd obviously be trying to reach us telepathically. Ein wenig. You admit to anything unusual, your professional credibility is finished. I'm not saying just because of your voice, it's probably the Einbahnstraße rein. Erdbeer erhöhen. Na super. Wenigstens haben wir da erstmal das, was wir brauchen. Was wollt ihr mir denn jetzt wieder hier empfehlen? Was das angeht, sind wir hier eigentlich relativ gut aufgestellt. Bisschen sicherer sein, ist klar. Gesundheitstechnisch alles in Ordnung. Soweit. Die ein oder andere Sicherheit mehr. Sorgt vielleicht für ein paar Kosten, aber hilft am Ende weiter.
Herzlich willkommen zu Drehwurm für Fortgeschrittene. Ihr wollt immer noch. Na gut. Mal gucken, wo ihr noch Erdbeeren kaufen könnt. Bären zum Verkauf anbieten. Ja, sollte funktionieren. Da fehlt etwas Wasser. Das ist kein Problem. Das kriegen wir schnell geregelt.